Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach mal mit Obi. Offensichtlich sind wir immer noch auf dem Reiterhof bei Lea. Und letzte Woche haben wir ihr ein richtiges, mega cooles Pferd geschenkt. Guck mal, Jürgen, sogar extra gemischte Muttern für dich. Habe ich dir extra mitgebracht, wie du am liebsten magst. Alter, Lea, da schockst jetzt hier immer noch den Knochen. Ja, das oder? Also, mega. Aber heute haben wir auch was mega, mega Nices vor, denn ihr werdet heute reiten lernen. Ja, mal gucken. Das wird bestimmt super. Ja, und damit es auch wirklich spannend wird, bauen wir tatsächlich jetzt gleich noch so ein paar Hindernisse für so ein Parcours. Und ja, mal sehen, ob wir... Warte, wir sollen auch noch über Hindernisse natürlich reiten? Natürlich. Denn schon, ne? Hey, Julia! Ich kann wahrscheinlich nicht mal drauf sitzen bleiben. Ganz ehrlich, ich habe das Pferdereiten in meinem Blut. Hört jetzt auf! Ihr hört jetzt auf, mit der Glabere. Ihr hört jetzt auf, hier rumzusitzen. Ihr steht jetzt auf und Amos Pferd, Leute. Let's go! Und ihr lasst ein Abo da, meine Freunde. Let's go! Okay. Oh, meine Ja, das hier ist Blackie und nee, nicht euer Pferd. Eure richtigen Pferde warten da noch auf euch, die sind ein bisschen größer. Also ich finde das Pferd besser. Da könnt ihr leider nicht draufsteigen. Das wird glaube ich nichts. Das war nur ein kleiner Witz. Ihr wisst schon, dass wir nicht reiten können, ne? Das wird lustig. Die sind groß. Euch. Wenn ihr fallt, ist es noch lustiger. Ihr habt ja einen Helm auf. Ja, was soll schon passieren? Und was machen wir jetzt? Ja, ich geh jetzt rauf. Hallo. Aufsteigen. Oh. Einfach so aufsteigen. Nein, warte, die Bügel, warte, du brauchst keine Erklärung. Also hier ist die Bremse. Ich würde auch gerne erklären. Das Bein schnell rüber. Genau. Ah. Gut. Ja. Ich sitz drauf. So, sitzt schon mal drauf. Ja. Super. Howdy. Oh mein Gott. Wenn er so zieht, möchte er mir etwas sagen, oder? Genau. Genau. So, ja, ja. Halt einfach mal die F***e, möchte das Pferd mir sagen. Oh. Und jetzt ein bisschen nach rechts mit den Zügeln. Was, wenn ich hier runterfalle? Das ist lustig dann. Los, Jalla jetzt. Ich habe keine Kontrolle, wo ist die Bremse? Yeah. Klammert euch auf jeden Fall nicht fest, weil das dann halt die ganze Zeit treiben. Weil wenn die ganze Zeit die Beine dran macht, dann laufen die immer schneller. Ah, okay. Wollt ihr jetzt ein bisschen schneller? Nee. Ich fühle mich so schon ganz wohl. Nee, ja doch, ich will schneller. Das will ich glaube ich einzeln machen, weil nicht, dass sie nachher sich so denken, so... Wettrennen. Genau. Naja, das wäre doof. Deswegen, Ich find's eigentlich cool. Ja, so als Zuschauer. Ich hab immer so Angst, dass der sich so aufbäumt und mich abwirft. Nein. Das wäre ja mega geil. Das passiert nur im Film. Ja! Und dann treibst du einfach noch ein bisschen mehr. Versuch mal von alleine zu machen, Jakob. Versuch mal von alleine zu treiben, los. Versuch es herauszufinden. Und dann kannst du gleich mal noch mehr treiben. Versuch es herauszufinden, Jakob. Los. Los. Du musst doch die Beine daran machen. Ja, sehr gut. Geh mal rechts rum. Oh. Das ist kein Trab, Jakob. Mach mal das Bein nach hinten und drückst du mit dem Bein. Ja. Super. Ja. Oh, das ist cool. Wir würden sagen, es läuft ganz gut, oder? Ja. Also ich würde sagen, also, wir können jetzt losreiten. Also. Die Grundkenntnisse kriegen wir hin. Die beiden wollen noch ein bisschen zu dir kuscheln hier. Ja, aber okay. Ansonsten. Wer viel arbeitet, der darf auch ein bisschen kuscheln, ne? Aber tatsächlich bauen wir jetzt erstmal noch so ein paar Hindernisse, weil wir wollen einen Slalomlauf machen, weil wir müssen ja gegeneinander antreten. Und ich würde sagen, das machen wir mal schnell und dann reiten wir los. Weil ich meine, das Reiten, das können wir eigentlich. Also, das ja, war ja auch, easy. Das war ja schon auch in die Wiege gelegt. Ja, Freunde, wir zeigen euch jetzt, wie ihr ein ziemlich cooles Deko-Element bauen könnt. Und zwar in Pferdeoptik. Passend natürlich, weil wir das gleich für unseren Slalom verwenden. Moritz zeigt euch in der Zwischenzeit, wie man einen Song mit diesen Bechern hier machen kann. Einfach der Cup-Song. Ja. Schon cool, ne? Oder hier Mini-Partyhut. Also ja, wirklich oder, sehr wandelbar. Oder großer Partyhut. Großer Party. Warte mal, bleib genauso, bleib so. Ich möchte das stapeln. Doch, ist lustig. Wenn die beiden das machen, schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir hier eigentlich bauen wollen. Also wir wollen ein Pferd bauen, dafür brauchen wir erstmal die Beine. Genau. Und die bauen wir uns hier aus so kleinen Töpfen. Und, Hab ich dich erschreckt? Das war so gut gerade. Also das Einzige, was ihr dafür benötigt, sind tatsächlich einfach nur Töpfe in verschiedenen Größen. Ihr braucht Spiel, Spaß und Freude. Spiel, Spaß und Freude, Kabelbinder und Heißklebepistole. Exakt. Ja, und noch so ein paar Schrauben und so, aber das ist nicht mehr viel. Ihr könnt das zum Beispiel richtig easy machen, wenn ihr irgendwelche alten Blumentöpfe zu Hause habt, die ihr nicht mehr braucht. Genau. Ihr könnt das recyceln. Könnt ihr dann recyceln, oder wiederverwenden. Upcyceln, wie man ja sagt. Wir können auch schon mal den Körper vorbereiten, würde ich sagen. Und zwar kommen nachher diese beiden großen Töpfe hier zusammen.
Und da kommen dann die einzelnen Beinchen dran. Genau. Ist das richtig so? Ja, ne? Genau, so ist richtig. Aber die müssen da dran gebohrt werden quasi. Geschraubt. Geschraubt. Dafür haben wir tatsächlich diese Holzklötze hier vorbereitet, damit man da irgendwo reinschrauben kann. Wir haben die Beine jetzt hier angebracht und diese Teile hier schon ein bisschen verbunden. Aber wir machen jetzt erstmal mit dem Kopf weiter, genau, beziehungsweise wichtig, mit dem Hals. Ganz wichtig, dass ihr damit bis zum Ende wartet, weil sonst kriegt ihr den Kopf nicht mehr dran. Ja. Und den bauen wir uns jetzt hier. Also hier ist erstmal der Hals. Und hier bohren wir auch einmal ganz kurz das fest, beziehungsweise schrauben das jetzt fest. Und die beiden machen was? Wir machen eine Mähne. Und wie geht die Mähne? Man nimmt einfach nur so ein Seil. Wie macht das Tier? Man nimmt so ein Seil und dann diese Finger sind halt so geflochten und dann macht man das einfach auseinander, damit das so ein bisschen mehr Volumen hat. Echt extra Volumen für die Haare. Und dann hat das gleich eine richtig voluminöse Mähne. Yes. Lea, du hast doch auch noch einen anderen dran jetzt. Ja? Okay, nur dass ich dir nicht in die. Genau. Also, wir schrauben das jetzt hier fest und dafür halten wir von der anderen Seite einen Holzklotz gegen. Da müsst ihr natürlich mit den Fingern aufpassen, also dass ihr wirklich den Holzklotz und nicht die Finger trefft. Sondern wir hier unseren Hals und das kommt dann gleich hier einmal so dran. Und dafür bohren wir jetzt hier jeweils zwei Löcher. Das ist der Schrauber. Ah, das ist der Schrauber. Du hast recht. Genau, jetzt machen wir Kabelbinder wieder durch. Also es ist sehr viel Kabelbinder und sehr viel Bohrer. Das kann man auch entfransen. Guck mal, die kannst du sogar die Kleinen auch noch fransen. Aber am Ende wird es richtig cool. Und schon haben wir den Hals. Genau, den Hals. Da kommt aber auch noch der Kopf dran. Kommt zum Abschluss noch der Kopf hier dran. Und auch da arbeiten wir einfach wieder mit unseren beliebten Kabelbindern. Das Coole ist natürlich hier, das sind ja alles Blumentöpfe. Das heißt, ihr könnt hier dann auch nachher Pflanzen reintun und das so richtig schön begrünen. Das wird halt nicht nur ein Pferd, sondern es wird halt wirklich ein Blumentopf, ja. So, dann seid ihr fertig? Nein. Geil, ich hab die Haare jetzt. So, Lea, ist noch deine, dann haben wir's. Und ich mal schon mal Augen. Jakob, kann es sein, dass du irgendwie auf Kabelbinder stehst? Ja, doch. Praktisch. Kabelbinder sind praktisch. Hier kommt schön eine Pflanze hin. Und hier vorne kann man halt ganz cool auch so was Hängemäßiges reinpacken. Und dann sieht das auch noch mal mehr nach Haaren aus. No. Tada! Now we did it! Yeah. Das ist mega cool. Das ist schon ziemlich cool. Das ist tatsächlich deutlich cooler, als ich erwartet hätte. Guck mal, es kann sogar fressen. So, dann fress es und dann geht's wieder hoch. Ich find's total nice, weil es einfach diesen DIY-Charakter hat. Also, das ist was wirklich Cooles für jeden Pferdeliebhaber. Oder auch so ein bisschen Star Wars-Liebhaber. Also man könnte auch so ein. Star Wars, wie heißen die denn? Keine Ahnung. Googelt einfach mal Star Wars Riesenmaschinen und dann wisst ihr, was ich meine. Oder kommt da so ein Riesenpferd. 100%. Oder wenn ihr auf obi.de/machmal geht, da kriegt ihr nämlich die Anleitung hierfür. Ich würde sagen, wir ziehen uns unsere Cowboy-Outfits an. Oh Gott, oh Gott. Los geht's. Yeehaw. Alles klar, Leute, wir sind bereit. Der Parcours ist aufgebaut und das Ganze läuft jetzt so ab. Ich werde gegen Jakob antreten in einem Parcours. Und wer am Ende schneller ist, der hat dann gewonnen. Und danach bauen wir den Parcours noch mal ein bisschen um und machen den ein bisschen schwieriger. Und dann werden Moritz und Flash gegen Lea und Dolando antreten. Es wird sehr eng. Und wer von den beiden dann verliert, der wird dann mit dem Verlierer von uns beiden am Ende gedankt. Und das wird sowas von nicht ich sein. Ich hoffe, ich werde es auch nicht sein. Aber Jakob fängt jetzt erstmal an. Der Schnellere gewinnt. Ich wünsche dir trotzdem Glück, dass du nicht runterfällst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das normal ist, dass man bei der ersten Reitstunde direkt auf ein Turnier danach ist. Ich glaube nicht, aber hier schon. Hier schon. Das ist normal. Mach mal mit Obi, ist alles anders. Bei jedem Fehler von dir kriegst du 3 Strafpunkte, by the way. 3 Strafsekunden. Los! Sehr gut. Los. Los. Links, links. Verweigerung des Sprunges. Sehr gut. Sehr gut. Das geht ja richtig ab mit Schnelligkeit hier. Sehr gut. Und ganz knapp. Sehr gut, sehr gut. Links, 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 links. Du musst es nicht sagen, du musst lenken. Sehr gut und links. Sehr gut, sehr gut. Jetzt wird's spannend. Lass. Lass. Entspannt. Fertig, los. Stopp, oh, stopp, das stopp, geht stopp, schnell. Stopp, stopp, Orlando. Dolando. Orlando. Fein. Fein machst du das. Oh mein Gott, nicht umgehauen. Ah, doch, leider schon. Fein. Du bist super, Dolando. Ich mag dich so gerne. Und wieder umgehauen. Komm. Stopp. Wir schaffen das. Schneller. Da lang. Dolando, du bist der Beste. Los. Schneller. Fein. Oh no. Oh, Dolando, du bist so toll.
Dolando, du bist zu schnell. Love you. Da wird geblitzt. Vorsicht. Das ist ein Blitzer. Komm, nur noch der Ring. Nein. Nein. Woo. Okay, keine Ahnung, wie schnell das war. Wie schnell war das? Und damit hat Julia sich einen sicheren Platz im Dunk-Tank reserviert. Super, dass du ein bisschen langsamer warst. Eine Sekunde. Bist du sicher, dass du nicht einfach nur eine Sekunde später... Nope. Nein. Meines Pferd. Wir sind bereit für das große Finale. Der Parcours ist umgebaut. Bereit. Flash und... Ja, Flash und Moritz sehen sehr bereit aus. Dolando und Lea sind auch bereit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt, oder? Okay. Ja. Dann nehmen wir mal einen Start. Ihr könnt noch mal schnell in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnen wird, während wir an die Startposition gehen. Lasst die Spiele beginnen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, Moritz, gib vor. Ah, Flash nimmt die Hürde nicht und die auch nicht. Einer hat er genommen. Ah, die letzte auch nicht. Das war kein wirklich knappes Rennen. Verkackt, Flashy. Ich würde sagen, da geht der Sieg ganz klar leer, oder? Du hast es fast geschafft. Du hast die ganzen Sprünge übersprungen. Ja, was sagst du zu seinem Dunk-Tank? Flash muss auch das Dunk-Tank. Ja. Moritz, du hast das irgendwie falsch verstanden mit den Hürden. Das nicht du, sondern der Hund. Ich wollte ihn motivieren damit. Ja. Aber er wollte nicht. Gut für uns. Obwohl, eine Hürde ist ja, glaube ich, gesprungen. Ja, eine ist er. Das sah auch so süß aus. Das sah geil aus, ja. Das sah wirklich sehr süß okay. aus. Ja, Moritz, wir aber beide dann, ne? Wir beide mal wieder, wie immer. Schön. Ja, Lea, ich würde sagen, haben wir gut gemacht. Sehr gut. Ja, toll. Ja, auch. Alter, ich bin da mit 100 km/h hergerannt. Ja. Also, man muss sagen, du hast das wirklich gut. Eigentlich müsste Flash da sitzen. Ja, Flash ist ja. Aber du bist ein würdiger Vertreter. ich würde sagen, ich überlasse dir die Ehre. Okay. Zu dann also, wollen wir mal. Oh mein Gott, was ist da überhaupt drin? Ja. Hey, es geht voll. Hier, kommt noch ein bisschen. Oh, ja. Das war so unnötig. Jetzt, direkt ins Gesicht. Das war so. Das werde ich so nie wieder aus meinen Haaren rausbekommen. Ah! Ja, ich würde sagen, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ey, aus dem ganzen Hals. Das ist echt schlimm. Oh. Moritz, lass ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Oh mein Gott, ja, was toll. Weiter. Ja.